Kapitel 3 Sub-Zero. Die vordere Verteidigung zieht sich auf euren Befehl hin zurück. Es wurde bestätigt. 4 Eindringlinge. Es ist Zeit, unsere Gäste zu unterhalten. Ja, und damit willkommen zurück zum Let's Play Mortal Kombat X. Ich habe die Pause genutzt, habe was gegessen und weiter geht es. Okay, ich gehe voran. Du und Jin die Seite. Los! Bereit? Ja, sowas von. Jin. Du, ich muss. Ihr seid hier nicht willkommen. Nennt eure Absichten. Großmeister, ihr müsst mit uns kommen. Mein Name ist Sergeant. Oha. Ich glaub's, er hat was Falsches gesagt. Du verlangst meine Zusammenarbeit, aber du bist abgeschnitten, umstellt. Was willst du tun? Mein Vater hat stets in den höchsten Tönen von euch gesprochen. Er will reden. Reden. Immer seine erste Wahl. Okay, versuchen wir es mit Schlägen. Los! Halt! Na, auf geht's! Cassandra Cage. Du führst diese Gruppe, aber sie spurt nicht. Was würde deine Mutter tun? Nicht rumtrödeln und euch umhauen. Autsch. Aua! Ja, kannst du das jetzt mal lassen? Ich glaube... Ach! Fängt ja gut an. Das ist doch nicht wahr. Ja, ist doch jetzt gut. Bleib doch mal ruhig. So, jetzt aber. Ach, das war der Falsche. Entspann dich, ja? Ja, ja. Mach ich doch. So, nur aber. Ja, was soll ich sagen? Nicht rumtrödeln und euch ging ja gut los. Das passiert mir kein zweites Mal. Na, das tut doch wenigstens mal weh. So, nur aber. Hat sie doch das schön gemacht, aber ganz ehrlich. Du entkommst mir nicht. So, jetzt auf die Mütze. Gehst du weg.
Jawohl, so muss es sein. Du bist deiner Mutter ähnlicher, als du denkst. Stimmt, die war da auch schon so ätzend. Siehst du mal. Leg dich nicht Deine mit mir Kräfte an. Hätten dich warnen müssen, Takahashi Takeda. Zweifellos hat Kenshi dich gelehrt, sie zu nutzen. Mein Vater hat mir so einiges beigebracht. Sehen wir mal. Autsch! So. Reize mich nicht. Genau, reize mich nicht. Zack. Und nochmal ein Hammer oben drauf. Siehst du mal. Du bist nicht wie dein Vater. Genau. Noch nicht. Verflucht. Du hast dein Kommen angekündigt, Jacqueline Briggs. Specialist Briggs. Ja, militärischer Anstand ist deiner Familie wichtig. Wenn du meinen Vater kennst, kennst du mich. Dachte, ihr wärt Freunde. Wir teilten uns ein dunkles Kapitel. Dass die aber auch immer gleich mit Waffen kommen müssen. Habe ich aber die Schnauze gestrichen voll. Ey. Lass sowas. Ich mag das nicht. Ich schlage ungern Frauen. Aber du lässt mir ja keine andere Wahl. Autsch! Ha! Ist mir doch gerade eindeutig eine Nummer. Ah! Ist flott hier! So! Das habe ich doch gerade getan, du Kröte! Nass. Die hat mich nass gemacht. Wir teilten uns ein dunkles Kapitel. Ja, das merkt man. Können wir nicht einfach Freunde sein? Lernt es nicht.
mich zu provozieren, das wird sich irgendwann... Jetzt bleib mal locker, Mädchen. So, jetzt hole ich mal einen Hammer hier raus. Boah, das ist doch nicht wahr. Ach, sowas. So. Ja, ja. Es wird sich alles rächen. Ja. So. Ruhe im Puff. Kavaliangin. Geh nicht zu hart mit dir ins Gericht, Specialist Briggs. Jetzt ist aber gut hier. Aua. Lass mich doch mal in Ruhe. Ja. Finte. Bravo. Kung Jin, statt Überlegene zu verspotten, solltest du lieber deinen Kameraden helfen. Ich werd's mir merken, sollte ich je einen treffen. Aber, aua, 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 aua. Mann! Vermöbelt der mich hier in der Strich und Faden! Jetzt hab ich aber... Die Schnauze voll, wollte ich sagen. Mal ruhig. So. Die Shaolin müssen wir noch mehr weiter. Der hat gesessen. Nochmal. Ah, es gibt ja aber auch manchmal echt Charaktere, die sind... Aua. Sowas von anstrengend. So, als wollen wir erstmal für ausgleichende Gerechtigkeit hier sorgen. Ja, oder auch nicht. Sollte ich hier einen treffen? Ja. Ja.
Das hat weh getan. Maulheldentum passt nicht zu dir. Nee. Auf Geist gehen, das schon eher. Mann. Vorschläge? Sub-Zero, reden wir. Diese Chance ist vertan. Neuer Plan, Cage? Du hättest dem Alten folgen können, Jin. Wenn ihr uns tötet, bricht ihr die Hölle los. Ja, denke ich auch. Chu, Deng Jin. Wow. Das war's? Das war alles ein... Eine Übungsstunde. Mist, hätte ich jetzt wissen müssen. Du und deine Freunde zeigen Potenzial, Cassandra Cage. Aber bis ihr nicht als Einheit funktioniert, werdet ihr scheitern. Chapeau. Aber sonst habt ihr euren Besuch genossen? Die haben uns zerlegt. Dich vielleicht. Ich sehe auch eine Menge gefrorener Fußabdrücke auf deinem Marsch. Kommt schon. Ihr seid alle Sieger in meinen Augen. Neue Befehle von General Blade. Priorität 1. Außenweltler. Hier im Erdenreich. Eine Invasion? Kann nicht sein. Haben Sie etwa Angst, Mr. Cage? Außenweltler? Kein Problem. Kein Problem. Auf die Kavallerie. Wann sind Sie aufgetaucht? Das Portal hat sich vor ein paar Stunden im Hafen geöffnet. Insgesamt gut 5000 Flüchtlinge des Außenweltbürgerkriegs. Muss übel sein, wenn sie riskieren, hierher zu kommen. Nach euch. Nimm dir den Kampf mit den Lin Kuei nicht zu Herzen. Ist nicht gerade leicht. Danke, Kenshi. Könnten du und Cage sich uns anschließen? Sergeant Cage, Sie und Ihr Team bleiben hier. Aha. Das ist Li Mei. Sie erbittet Asyl für ihr Volk im Erdenreich. Unser Dorf, Sando, stand im Mittelpunkt einer gewaltigen Schlacht. Wir sind nur knapp lebend entkommen. Das ist Krieg. Ich meine, nichts für ungut, aber ihr Außenweltler lebt doch dafür, oder? Es war anders. Die Rebellen, Melina, sie haben eine Waffe, wie sie ganze Bataillone ausradiert. Es war unehrenhaft. Kein Combat. Erzähl mir mehr über die Waffe. Ein Talisman. Gold. Ein Juwel in der Mitte. Melina nutzt seine blutrote Energie ohne Präzision. Aber ist das nicht gut? Nicht jetzt, Sergeant Cage. Es reicht schon, dass sie es besitzt. Es verschiebt das Gleichgewicht. Der Imperator verzweifelt langsam. Und wer zwischen die Fronten gerät, bezahlt den Preis.
Wenn dieser Talisman das ist, was ich vermute, bezahlen wir alle einen Preis. Reden wir über Shinnoks Amulett? Unmöglich. Die Basis, das Lager, die Wächter. S.E., Shaolin, niemals kommt da jemand vorbei. Ich muss es wissen. Das muss er wohl. Tja, tolle Lage. Du erinnerst mich an einen Erdenreichler, der mit uns kam. Er fand auch an allem etwas Lustiges. Attraktiver Kerl, hä? Er war ein Erdenreichler. Eines seiner Augen glühte rot. Wen meint sie? Kenshi, geh mit Li Mei. Ich gehe ins Flüchtlingslager. Ich muss ihn finden, bevor er abhauen kann. Ich komme mit. Du fragst Colonel Flagg nach dem Stand der Lagersicherheit. Wozu? Weil du dann nicht hier bist. Sind wir dabei? Nein. Ich muss Kotal Kahn fragen, ob Li Meis Bericht wahr ist. Sie und ihr Team gehen in die Außenwelt.